Fulda Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zur Tagesschau. Heute ist Dienstag, der 21. Oktober. Mein Name ist Hanna und das sind unsere Nachrichten. Hallo, ich bin Nina Mogadam und ich präsentiere die Weltnachrichten. Heute Morgen gegen 5.10 Uhr ist auf der A4 ein LKW verunglückt. Der LKW hatte einen Gefahrstoff geladen. Der Fahrer von einem Transporter ist auf dem LKW aufgefahren und hat sich dabei verletzt. Durch den Unfall ist kein Stau entstanden. Die Polizei hat den Schaden auf 60.000 geschätzt. Warum der Unfall passiert ist, wird noch ermittelt. Heute gibt es in Minifulda einen Zirkus. Unser Außenteam hat sich bei den Proben umgesehen. Schaut selbst. Du bist jetzt schnell hier. Klar? Das heißt, ihr steigt und die Jungs hören zu. Erde an Jungs. Hier vorne spielt die Musik. Klar? Aha. Rakete fliegt her. Hier. Und hier noch. Die richtet die Hände und hoch jetzt. Könnt ihr auch öffnen? Mach dich groß. Rechts Knie. Rechts Knie, die Hände und hoch. Nach vorne gucken alle. Lächeln, Ameisenscheiße. Ameisenscheiße. Aufrichten. Nach vorne gucken. Nach vorne gucken. Applaus, Applaus, Applaus. Heute wurde in Minifulda gewählt. 5 Kandidaten standen zur Wahl. Ich war auch einer von ihnen. Wir waren im Wahllokal und haben uns erklären lassen, wie das da funktioniert. Hallo, wir sind heute bei der Wahl. Ich bin einer vom Rathaus. Und heute ist die Wahl und die fängt auch gleich an, sozusagen in 3 Minuten. Wir haben hier den Wahltisch. Ich bin zum Beispiel da vorne, dort kommen jetzt die Leute an und da muss ich sie ankreuzen. Und hier sitzt dann noch ein Mitarbeiter, also mehrere Mitarbeiter sitzen jetzt hier. Und dann wird hier, die Kinder werden kontrolliert mit ihrem Pass. Falls er nicht unterschrieben wird, muss er hier noch unterschrieben werden. Dann können auch Zettel genommen werden, zum Beispiel, die dann angekreuzt werden für die Wahl. Die werden dann hier reingetan, da ist auch dann ein Mitarbeiter. Hier hinten seht ihr dann den Gang, da hinten ist auch noch ein Tisch. Dort wird dann, dort gehen dann die Kinder hin und kreuzen dann an für sich selber. Da darf dann kein Kind mit dabei sein, Secrets sozusagen. Und dann werden die Kinder hierher kommen, werden das hier reinschmeißen und dann wird auch schon gewählt. Hier sind dann noch ein paar Regeln vom Wahllokal. Jeder darf wählen, nur ein Kreuz machen und heute um 11 Uhr bis 12 Uhr ist dann die Wahl. Und von 13 Uhr bis 14 Uhr, wer wählt, bestimmt mit. Das wird dann auch alles geregelt werden. Und der neue Bürgermeister darf sich dann über Minifulda freuen. Hallo, wie heißt du denn? Ich heiße Lilly Bayers. Und warum hast du gewählt? Weil ich finde es wichtig, dass Minifulda einen Bürgermeister hat, der sich auch hier um die Sachen halt kümmert. Ich heiße Anna Kalatas. Und warum hast du gewählt? Weil ich habe den gewählt, weil ich fand gut, was der machen wollte mit der Stadt. Ich heiße Julian. Und warum hast du gewählt? Weil ich es wichtig finde, dass in Minifulda alle mitbestimmen dürfen, wer dann der Bürgermeister ist.
Ich habe gehört, dass es bei der Wahl bestochen wurde. Was weißt du dazu? Ja, der Lukas, der ist ja auch ein Kandidat, der Bürgermeister werden will. Und der hat heute mit mir im Kiosk gearbeitet. Und dann bei der Mini-Fulda-Fabrik sind dann zwei gekommen und haben gesagt, du schuldest uns noch jedem 6 Taler. Da habe ich gefragt, warum. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe denen jeden 6 Taler gegeben, damit die mich wählen. Ja. Und dann hat er es also sozusagen selbst zugegeben, dass er die bestochen hat. Findest du das in Ordnung? Nein, ich finde es nicht in Ordnung. Nämlich jedes Kind sollte wissen, wen er wählt und nicht wegen Geld die wählen. Soeben erreicht uns das Ergebnis der Wahl. Der Sieger ist... Mist. Mensch, der Kaffee aus dem Kiosk. Super. Nähmaschine kaputt. Das Wetter morgen bleibt bewölkt und regnerisch. Das bedeutet für euch, dass ihr immer noch die Regenjacken einpacken müsst. Vielleicht wird es ja am Wochenende schöner. Das war die Mini-Fulda Tagesschau. Tschüss! Tschüss, bis morgen. Tschüss und noch einen schönen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Oh, ist ja schon ganz schön voll. Tschüss. So, alles klar da drin? Fertig. Festhalten. Achtung.